Am 19. November 2020 ist die Reform des Infektionsschutzgesetzes in Kraft getreten. Geregelt ist darin auch das Schicksal des Lohnanspruchs bei einer behördlich angeordneten Quarantäne. Diese beträgt für Reiserückkehrer aktuell bis zu 10 Tage und kann in der Regel auch mit einem negativen Testergebnis frühestens nach 5 Tagen beendet werden. Es stellt sich daher die Frage, wer in diesem Zeitraum für den Lohn der Arbeitnehmerin und der Arbeitnehmer aufkommt. Servus, mein Name ist Leon Bornemann und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Zivilprozessrecht an der Bucerius Law School. Was gilt grundsätzlich, wenn ich aufgrund einer Quarantäneanordnung nicht arbeiten kann? Infolge der behördlich angeordneten Quarantäne kann die Arbeitnehmerin, wenn sie nicht im Homeoffice arbeiten kann, ihre Arbeitsleistung nicht erbringen. Nach dem Grundsatz ohne Arbeit kein Lohn entfällt deshalb auch erstmal ihr Lohnanspruch. Hiervon gibt es aber drei Ausnahmen, die auf die aktuelle Situation passen könnten. Erstens § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz. Zweitens § 616 Bürgerliches Gesetzbuch und drittens § 56 Infektionsschutzgesetz. Wenn ihr euch die Vorschriften anschaut, müsst ihr dabei zwei Szenarien unterscheiden. Erstens die Einstufung eines Reiselandes als Risikogebiet durch das Robert-Koch-Institut vor und zweitens nach Reisebeginn. Habe ich einen Anspruch auf Lohn, wenn das Reiseziel schon vor Reisebeginn Risikogebiet war? Wenden wir uns zunächst der Rechtslage bei Einstufung vor Reisebeginn zu und beginnen mit § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz. Dieser Anspruch setzt voraus, dass der Arbeitnehmer aufgrund einer Krankheit arbeitsunfähig ist. Das ist der Fall, wenn er seine vertraglich geschuldete Leistung nicht ausüben kann. Wenn es sich aber um eine symptomlose Infektion oder sogar nur um den Verdacht einer Infektion mit Covid-19 handelt, kann der Arbeitnehmer seine geschuldete Leistung weiterhin ausüben. Lediglich die Quarantäne hindert ihn daran. Er ist daher nicht arbeitsunfähig erkrankt und hat damit auch keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Deshalb bekommt er bei einer symptomlosen Covid-19-Infektion auch keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt. Kommen wir nun zum zweiten Ausnahmetatbestand, § 616 Absatz 1 BGB. Dieser erfordert erstens ein persönliches Leistungshindernis, zweitens die Verhinderung für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit und drittens darf der Arbeitnehmer das Leistungshindernis nicht verschuldet haben. Zwar ist die Gefahr und die Wahrscheinlichkeit einer Infektion überall hoch. Unabhängig hiervon und von der Durchseuchung der Bevölkerung ist das persönliche Leistungshindernis aber gerade die Anordnung der Quarantäne. Diese Anordnung darf der Arbeitnehmer nicht verschuldet haben. Hierunter versteht man nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts den gröblichen Verstoß gegen das von einem verständigen Menschen im eigenen Interesse zu erwartende Verhalten. Dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin wäre es möglich gewesen, die Quarantäne durch Stornierung der Reise zu verhindern. Reist er oder reist sie dennoch in ein Land, das bereits vor Reiseantritt als Risikogebiet eingestuft wurde, liegt der vom Bundesarbeitsgericht geforderte gröbliche Verstoß vor. Er oder sie hat also die Quarantäne und somit das persönliche Leistungshindernis zu verschulden. Eine Lohnfortzahlung aus § 616 Absatz 1 BGB scheidet also aus. Helfen kann der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer somit nur noch § 56 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz. Wenn dieser Anspruch besteht, kann er oder kann sie für den Zeitraum der Quarantäne Lohnfortzahlung in Form eines Entschädigungsanspruchs verlangen. Hierfür muss er oder muss sie sowohl ansteckungsverdächtig sein, als auch einer sogenannten Absonderung, also einer behördlich angeordneten Quarantäne, unterliegen. Ausgezahlt wird die Entschädigung vom Arbeitgeber, der sie sich aber auf Antrag von der zuständigen Behörde erstatten lassen kann. Am Ende trifft die Entschädigungspflicht also den Staat. Aber gibt es auch im Rahmen des § 56 Infektionsschutzgesetz eine Einschränkung wie bei § 616 BGB? Immerhin war die Einordnung des Reisegebiets als Risikogebiet bereits vor Reisebeginn bekannt. An dieser Stelle wurde nun der Gesetzgeber tätig. Durch die am 19. November 2020 in Kraft getretene Reform des Infektionsschutzgesetzes wurde § 56 Absatz 1 dahingehend geändert, dass derjenige, der die Quarantäne durch Nichtantritt einer vermeidbaren Reise in ein
bereits zum Zeitpunkt der Abreise eingestuftes Risikogebiet hätte vermeiden können, keine Entschädigung nach § 56 Infektionsschutzgesetz erhält. Sofern ihr Reisegebiet bereits vor Reisebeginn als Risikogebiet eingeordnet wurde, haben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen daher keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung bei behördlich angeordneter Quarantäne. Weder aus § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz, noch aus § 616 BGB, noch aus § 56 Infektionsschutzgesetz. Was aber gilt, wenn das Reiseziel erst nach Reisebeginn zum Risikogebiet erklärt wird? Hinsichtlich eines Lohnanspruchs aus § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz ergeben sich zu dem bereits Gesagten keine Unterschiede. Anders sieht es bei § 616 Absatz 1 BGB aus. Wie soll auch der Einzelne mit einer Quarantäne rechnen, wenn die Einstufung bei Abreise noch gar nicht bestand? Ein Verschulden ist in diesen Fällen daher abzulehnen. Neben dem persönlichen Leistungshindernis und dem fehlenden Verschulden des Arbeitnehmers setzt § 616 BGB aber zusätzlich die Verhinderung für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit voraus. Es findet sich aber keine gesetzliche Wertung, wonach dem Arbeitgeber das volle Lohnrisiko für infektionsschutzrechtliche Maßnahmen auferlegt werden soll. Damit scheidet zumindest bei einer Quarantäne über den Maximalzeitraum von 10 Tagen eine Lohnfortzahlung aus, während beim Mindestzeitraum von 5 Tagen ein Anspruch noch angenommen werden kann. Für diesen kurzen Zeitraum hat der Arbeitnehmer also gegenüber seinem Arbeitgeber einen Anspruch auf Lohnfortzahlung. Was aber ist mit dem Zeitraum ab 5 Tagen? Für diesen Zeitraum folgt ein Anspruch aus § 56 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz. Die Arbeitnehmerin ist ansteckungsverdächtig, wurde abgesondert und konnte die Absonderung gerade nicht vermeiden. Zum Zeitpunkt der Abreise war das Risikogebiet ja als solches noch gar nicht eingestuft. Fassen wir also zusammen. Ist das Gebiet bereits vor Abreise als Risikogebiet eingestuft, besteht weder gegen den Arbeitgeber noch gegen den Staat ein Zahlungsanspruch. Ist das Reisegebiet hingegen erst nach Reisebeginn zum Risikogebiet erklärt worden, zahlt für den Zeitraum von bis zu 5 Tagen der Arbeitgeber das Gehalt aufgrund eines Anspruchs aus § 616 BGB. Für den Zeitraum bis zum Ende der Quarantäne zahlt dann der Staat aufgrund von § 56 Infektionsschutzgesetz.